Dieses Video ist wahrscheinlich das persönlichste und privateste Video, was ich bisher auf diesem Kanal veröffentlicht habe. Und zwar möchte ich euch mitteilen, dass ich seit Ende August 2023 nicht mehr für Contest arbeite. Und das mag vielleicht für dich, für euch kein riesengroßer Schritt sein. Für mich ist es aber tatsächlich ein sehr großer, lebensverändernder Schritt. Und zwar einfach aus dem Grund, dass ich meinen ersten Arbeitstag bei Contest vor 8 Jahren hatte. Und so alt ist Contest noch gar nicht. Das heißt, ich war tatsächlich schon in der Ideenentwicklung hinter Contest, also hinter einem smarten Geschäftskonto beteiligt. Und seit 6,5 Jahren arbeite ich mehr oder weniger Vollzeit an dieser Vision und bei allen steuerlichen Funktionalitäten, entweder im Geschäftskonto, also die Steuerbuckets, oder aber natürlich auch im Steuerservice von der Contest Steuerberatung, da bin ich überall ganz maßgeblich beteiligt gewesen und von vielen Dingen bin ich auch zumindest zum Teil der Ideengeber gewesen. Den größten Schritt haben wir vor ungefähr 3,5 Jahren gemacht, indem wir die Contest Steuerberatung gegründet haben und ja angefangen haben, Steuerberatungsleistungen anzubieten. Das ist nämlich im Wesentlichen meine Idee gewesen. Und ich war beim Aufbau dieses Contest Steuerservices und von der Contest Steuerberatung einer der Mitgründer und einer der Motoren, der das in den letzten Jahren vorangetrieben hat. Hinter mir liegen sehr intensive Jahre, die sehr, sehr lehrreich waren, in denen ich sehr viel gewachsen bin, die meistens auch sehr schön waren, manchmal auch sehr, sehr schmerzhaft. Vielleicht einfach mal ein paar Eckdaten und Zahlen, was in dieser Zeit eigentlich passiert ist. Und zwar bin ich zu Contest dazugekommen, da haben 2 oder 3 Leute an dieser Idee gearbeitet, also super klein. Und wir waren in Spitzenzeiten über 200 Mitarbeiter. Und in dieser Zeit haben wir für diese Idee, für diese Vision über 50 Millionen Euro von verschiedenen Geldgebern eingesammelt. Aber meine Zeit bei Contest war nicht einfach nur ein linearer Anstieg und ein Eilen von Erfolg zu Erfolg. Alle, die so ein bisschen Einblick haben in die Startup-Szene, wissen, dass die letzten Jahre wirklich schwer waren. Nicht nur für uns, sondern eigentlich für die ganze Szene. Es fing an mit der Corona-Krise, dann gab es den Krieg in der Ukraine, hohe Inflationszahlen und insgesamt ist es einfach deutlich schwieriger geworden, Geldgeber für eine Vision zu finden. Und ja, im Rahmen dieser Zeit mussten wir tatsächlich ungefähr 100 Mitarbeiter in 2 Kündigungs- und Entlassungsrunden entlassen. Das war ehrlicherweise wahrscheinlich die härteste Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe. Solche Entscheidungen mitzutreffen und mitzutragen. Aber wir haben es trotz der schwierigen Umstände geschafft, das Unternehmen zu retten, die Mission, die Idee und das Team irgendwie zu erhalten. Und zwar, indem wir uns zusammengetan haben mit der Ageras Gruppe. Die Ageras Gruppe, die hat ein Portfolio an Unternehmen und Angeboten für selbstständige und kleine Unternehmen. Und das passt mit der Philosophie von Contest sehr gut zusammen. Und deswegen hat die Ageras Gruppe Contest vor ungefähr 1 Jahr übernommen. Und seitdem gehört Contest zu 100% zu Ageras. Und heute, hier und jetzt ist der Weg für mich bei Contest tatsächlich vorbei. Und ich möchte einfach die Gelegenheit nutzen, mich bei euch zu bedanken. Ich weiß, dass viele der Contest-Kunden diese Videos schauen und ich möchte mich wirklich ganz herzlich für euer Vertrauen, für eure Treue, für die Anregungen, die ihr immer wieder auch gebracht habt, einfach bedanken. Es waren wirklich wilde Zeiten, es waren spannende Zeiten, Abenteuer. Wir haben viele Erfolge gefeiert und viele von euch sind wirklich schon wahnsinnig lange dabei. Vielleicht in diesem Kontext eine kleine Bitte, und zwar, wenn ihr Produktfragen zu Contest habt, dann kann ich die zwar theoretisch weitergeben, ich habe jetzt aber keinerlei Insights. Ich kann euch da jetzt nicht auf anderem Wege helfen, als ihr diese Frage auch einfach direkt an Contest stellen könnt. Wenn du also Fragen zum Contest-Produkt haben solltest, würde ich dir empfehlen, dass du einfach im Chat in der Contest-App eine Anfrage stellst. Das ist der beste Weg, eine Antwort zu bekommen. Und auf diesem Kanal geht es jetzt quasi unabhängig weiter. Ich möchte an dieser Stelle aber trotzdem dazu sagen, dass ich an das Produkt glaube. Ich habe 8 Jahre meines Lebens in die Idee investiert. Ich glaube 100% an das Contest-Produkt. Und auch das Contest-Team, also die Mitarbeiter bei Contest, sind mir sehr ans Herz gewachsen. Und es gibt da auch überhaupt kein böses Blut.
Also weder mit Ageras, noch mit dem Contest-Team, noch irgendwie bin ich mit der Produktidee nicht einverstanden. Ich stehe da 100% dahinter und ja, würde tatsächlich dieses Team und das Produkt auch jederzeit weiterempfehlen. Das heißt, wenn du selbstständig bist und auf der Suche bist nach einem Geschäftskonto oder nach einer Möglichkeit, deine Buchhaltung zu erledigen, dann schau dir unbedingt einmal das Angebot von Contest an. Das sage ich jetzt nicht mehr, weil ich mein Gehalt von Contest beziehe, sondern einfach, weil ich hinter der Idee und hinter dem Team stehe. Eine wichtige Frage in diesem Kontext sollte erlaubt sein. Und zwar, wie geht es jetzt weiter? Wie geht es für mich weiter? Und wie geht es tatsächlich auch für diesen Kanal und diese Videos weiter? Und da kommt die meiner Meinung nach gute Nachricht. Und zwar wird es sich für euch relativ wenig verändern. Denn ich habe diesen Kanal quasi mitgenommen und ich werde diesen Kanal weiter pflegen. Und zwar genauso, wie ich es auch schon in den letzten Wochen, Monaten und Jahren gemacht habe. Das heißt, auf diesem Kanal werden die gleichen Arten von Videos kommen, in der ähnlichen Frequenz, in der gleichen Qualität. Das heißt, rein praktisch wird sich für dich als Zuschauer, als Abonnent dieses Kanals tatsächlich relativ wenig ändern. Ich bin jetzt grundsätzlich frei. Das heißt, ich kann jetzt hier theoretisch produzieren, was ich möchte. Ich möchte allerdings gar nicht so viel anders machen. Einfach weil es mir sehr gefällt, in welche Richtung sich dieser Kanal entwickelt und ich kriege ja auch anhand eures Feedbacks mit, dass es euch gefällt. Aber wenn ihr Vorschläge, Ideen habt oder vielleicht auch Kritikpunkte, die ich in Zukunft anders machen könnte, dann lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Und ich habe eine ganz konkrete Idee und da möchte ich einfach mal dein Feedback dazu hören. Und zwar bin ich selbst seit über 15 Jahren selbstständig. In unglaublich unterschiedlichen Konstellationen, teilweise mit ganz unterschiedlichen Geschäftsmodellen und allein in der Zeit bei Contest, was ja nur ein Teil meiner Zeit ist, in der ich selbstständig und unternehmerisch tätig bin, habe ich unglaublich viel gelernt. Und da gibt es natürlich auch einfach ganz viel persönliche Erfahrungsberichte. Ich habe in meinem Leben schon so unglaublich viele Fehler gemacht und mich aber auch an einigen Stellen gar nicht so schlecht angestellt und kann natürlich diese persönlichen Erfahrungen so in einem Format auf diesem Kanal gerne teilen. Zumindest, wenn das Interesse da ist. Und natürlich befinde ich mich auch noch auf einer Reise. Das heißt, mein unternehmerischer Weg ist jetzt ja nicht hier beendet. Vielleicht geht er gerade erst los. Ich habe aktuell so ein paar Ideen und Gedanken. Es gibt noch nichts Konkretes, aber wenn ihr Interesse an dieser Reise habt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Dann gebe ich euch da einfach von Zeit zu Zeit ein Update, was gerade passiert, was ich mache, warum ich das mache, wie ich zu meinen Entscheidungen komme und so weiter. Wenn euch das Ganze nicht interessiert, ist das auch vollkommen fein. Dann kommen in Zukunft einfach rein praktische Videos zum Thema Finanzen, Buchhaltung und Steuern für Selbstständige. Ich weiß, dass das Ganze sehr nach einer hohlen Phrase klingt, aber mein Appell wäre, dass wir das Ganze als Anfang von etwas Neuem betrachten und nicht als Ende von etwas Altem. Und zum Abschluss dieses Videos habe ich noch eine kleine persönliche Bitte. Und zwar bin ich in diesem Jahr nominiert für den Black Bull Award als Steuerexperte. Und ehrlicherweise habe ich ein zwiespältiges Verhältnis zu solchen Preisen, weil ob jemand einen Preis gewonnen hat, sagt meistens nichts darüber aus, ob die Person wirklich das kann, wofür sie diesen Preis bekommen hat. Also die meisten Preise, die man so bekommt, ist eher so ein Marketing-Ding und sagt nicht wirklich was über Qualität aus. Und trotzdem würde ich mich wahnsinnig freuen, diesen Preis zu gewinnen. Allein deshalb schon, weil ich gerne diese Kulisse etwas umbauen würde. Ich sitze jetzt seit einigen Monaten bis Jahren vor so einem Greenscreen, aber jetzt in der neuen Zeit, in der Zeit nach Contest, würde ich gerne wieder ein bisschen umorganisieren und umplanen. Und ehrlicherweise finde ich, dass sich so ein Preis hervorragend als Kulisse machen würde. Und deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir einmal 90 Sekunden deiner Zeit schenkst, einmal auf den Link oben rechts in diesem Video klickst oder auf den ersten Link in der Videobeschreibung und für mich abstimmen würdest. Und mit diesen Worten soll es das dann auch gewesen sein. Ich bedanke mich wirklich für deine Treue. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du mich auch auf den zukünftigen Weg mit begleiten würdest. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video, wenn es wieder um Steuern geht.